So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Wolfenstein The New Order mit mir, euer Martin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Achso, ja, gut. So, und wir müssen jetzt diese komische Ladebatterie da für unseren ja, netten Kumpel besorgen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Leute hier auch heil aus dem Knast rausbringen. So, dann, ja, hier müssen wir rein. B4, ne? Genau. Schauen wir mal, was hier abgeht. Verschlossen. Hey, mussten wir nicht da rein? Hat er nicht gesagt, wir sollten da durchgehen? Oder hier vielleicht? Hallo? Ah, okay, gut. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssystem? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskovic. Blaskovic, ja, Blaskovic. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Gut, jetzt können wir aber da. So. Die sowieso dektronootische Batterie. So, und wir haben nur das Messerchen. Okay. B6, okay. Mach auf die Tür. Psch, psch. Ah, okay. Das sind wir, das Kommandogebäude. Erstmal schauen, ob man hier draußen irgendwas aufräumen müssen. Oh. Ist aber nicht gut bewacht hier, hä? Geht das wieder los? Ah, das Rumgeglitsche. Ja, ha. Gut. Die Batterie muss hier irgendwo sein. Drum sind wir ja auch hergekommen. Sachte. Oh, da läuft einer. Upsi.
Oh, noch einer. Oh, oh. Ui, ui, ui. Hat der andere nicht gehört und gesehen? Was ist das hier? Ach komm schon. Den Knüppel hätte ich aber gerne gehabt. Lass uns mal schauen, ob es hier irgendwas. Okay. Mondkaffee, wow. Ah, jawohl. Oh, eins, toll. Je. Wachturm nicht besetzt, kann ich hier. Psch, 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 psch. Ah, aha. Sonst hat das hier aber nicht wirklich was gebracht, oder? Nope. Nope, nope, nope. Okay. Mörderduo heute hingerichtet, Berlin, 7. November 1960. Die Fernsehübertragung der Hinrichtung des abweichlerischen Mörderduos ließ die versammelten Menschenmengen auf den Straßen und Plätzen der Stadt lachen und jubeln. Seit ich weiß, dass diese beiden Bestien beseitigt sind, fühle ich mich viel sicherer, sagte einer der Zuschauer. Ein Freund des Freundes wurde von diesem Mistkerl umgebracht, schrie ein anderer. Dies sollte an andere Abweichler lehren, dass die Justiz sie schließlich alle finden wird. Ja, 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 ja. So, gut, dann gehen wir doch mal. Eins höher. Halt, warte mal. Hier sind wir hergekommen. Dann lass uns erstmal unten noch durchschauen und, wenn es sein sollte, freiräumen. Dass uns da. Oh. Schön stehen bleiben. Dass uns da keiner in den Rücken fällt.
den Hund. Ui, ui, den Hund habe ich zu spät gesehen. Psst. Ruhig, Hundi. Sieh mal an, die Priesterin des Todes. So stolz auf sich. Ziemlich aufgeschwemmte Lippen. Wow, 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 wow. Oh, Mist. Das nehmen wir wieder mit. Okay. War es das hier unten? War es das oder... Das sieht so aus, als ob es da weitergehen würde. Dann schauen wir erst noch mal nach oben. Nuff. Mindestens zwei. Okay. Kriege ich mein Messer wieder? Oder brauchst du das noch? Dankeschön. Ich höre die Atemzüge von einem Hund und ich höre jemanden laufen. Da schläft der Hund. Zuerst den Hund, wenn der Soldat weggeht. Oder erst den Soldaten. Kommen wir an dem Hund vorbei. Um die Hunde tut es mir fast ein bisschen leid, aber... können ja nichts dafür eigentlich. Okay, haben wir dann hier oben? Leitartikel, Widerstandszellen aktiv, Berlin, 7. November 1960. Viele von uns dachten,
dass die Terroristenzellen in und um Berlin herum noch einen halben Tag der Inaktivität endlich ausgelöscht wären. Doch seit der Flucht eines wichtigen Mitglieds des Widerstands vor einigen Wochen deuten beunruhigende Ereignisse in letzter Zeit auf eine Reaktivierung von Zellen hin. Die enthauptete Leiche eines hochrangigen Kommandanten unter General Strasses Befehl wurde erst vor 2 Tagen auf dem Grund eines Flusses in der Nähe der polnischen Stadt Gdlingen entdeckt. Waren die 6 Monate des Friedens vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm? Oh ja, darauf kannst du wetten, meine Gute. Und der Sturm wird dich hinwegwehen. Das ist keine Sommerbrise mehr, sondern ein Wintersturm, ein eisiger. Gut, jetzt glaube ich, schauen wir mal runter. Jetzt schauen wir mal runter. So, jetzt sachte, sachte. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Ach, die Zelle, okay. Upsi. Das war vielleicht ein bisschen zu laut. Vielleicht hätte ich erst noch Luden. Scheiße. Der kommt mir auch bekannt vor. Oh fuck. Der Nachtzug. Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner. Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Oh, scheiße, ich hätte erst looten sollen. Weitermachen, Herr Faust! Oh. Ja, hier. Stopp. Jetzt wird's langsam Zeit. Oh. Oh, ja. Ich jetzt zudrücken können. Wow. Ey. Sterben Sie wie Ungeziefer. Ich werde Sie jagen. An der Ende finde ich Sie. Ich habe sofort. Kümmer verkohlt Sie. Und er ist gleich ausgelöscht. Ich werde Sie verbrennen. Wow, bye bye, Baby. Cooles Teil. Setzen Sie sich, großer Mann. Oh ne, echt? Verstanden. Oh yeah. Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los!
Kann man das nicht mit dem Ding machen? So, lass mal schauen. Abfallen von Raketen. Wow. Und was war? Ah, okay. Ich bin gleich hinter Ihnen, Herr Blaskovic. Steuern Sie das Ding! Jo. Ach, da oben sitzt einer drin. Hey. Wow. Wow. Kann ich eigentlich auch die ganzen Rüstungsdinger hier nicht mitnehmen? Alles aufräumen. So. Herr Blaskovic, strecken Sie sich auf dem Dach ab. Ich gehe in die Garage und öffne die Tore. Okidoki. Machen wir doch. Goodie. Ich öffne jetzt die Tore, Herr Blaskovic! Gut. Beschützen Sie sie, Herr Blaskovic! Oh. Ach nee, doch, Entschuldigung. Wo denn? Wow. Okay, da oben. Oh.
fucking von wo ballert der denn mit dem Raketenwerfer? Ach, da oben. Wo? Der da jetzt, oder? Ja. Oh oh. Das? Was das jetzt? Alle sind am Boot! Schnell, kommen Sie! Ah! Ich komme! Ich komme schon! Ups! Das Gerät hätte ich aber gerne mitgenommen. Raus aus diesem Ort, Herr Blaskowitsch! Na, okay. Guti, lasst uns fahren. Oh, soll ich nicht lieber fahren? Oh, fuck. Scheiße, ist die hart im Nehmen. Ich mache sonst keine Komplimente. Aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer affenartigen Physis unterschätzt, Blaskowitsch. Idati Shud. Sagen Sie es mir. Wer sind die? Idati Shud sind eine uralte mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Shud entwickelt haben, ist allem, was sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Aber wir können doch nicht einfach so losgehen und ein gottverdammtes U-Boot klauen, oder? Ich weiß, was wo ist wir das? Eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur der Dati Shud. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blaskowitsch, Sie helfen ihm dabei, ja? Na klar. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, danke. Oh, Herr Blaskowitsch, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Mhm. Aber erst nicht mal zu Anja. Ja. Ich frage mich, was Ihre Organisation genau getan hat. Ich will aber nichts von mir. Geht es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Übernatürlich. An sowas glauben wir nicht, Mädchen. Wir glauben an Gott. Die Dati Shud folgen einer Philosophie, einem Weg, Gott durch Wissen zu verstehen. Sie beruht auf reiner Vernunft, reinem rationalen Denken. Das ist kein übernatürlicher Quatsch. Ja. Okay. All die Dinge, die sie erschufen,
Wozu waren die ursprünglich gedacht? Ach, Sie verstehen das nicht, Mädchen. Es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht. Abgesehen vom Akt des Erschaffens. Wir halten Zwiesprache mit Gott, verstehen Sie? Ich komme nicht mehr mit. Wie mathematische Gleichungen. Weiter, weiter, Mädchen. Und jede gelöste Gleichung bringt sie Gott näher. Aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? Der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck. So ist es, Mädchen. Ja, ja, jetzt endlich hat es bei Ihnen Klick gemacht. Erkennen Sie den Unterschied, Mädchen? Mädchen, das sichere Versteck, das ich Ihnen zeigen werde, ist keine Schatzkammer. Es liegt tief unter der Erde und hält einige unserer gefährlichsten Schöpfungen weit, weit weg von der Außenwelt. Sie haben Ihren Zweck bereits erfüllt, verstehen Sie? Wenn es der Sache dient. Gut, wir suchen Schweißgerät. Schweißgerät, Schweißgerät, Schweißgerät. Ist gut, ess ruhig. Alles okay. Hey, was ist los? Tut mir leid, es ist nur... Mein Ehering ist weg. Ich bin so ungeschickt. Ich habe ihn verloren, als wir zurückkamen. Er ist nicht viel wert, aber er war das Einzige, was ich noch von ihm hatte. Mein lieber Sebastian. Ehering finden, Schweißgerät finden. Technik geborgt. Ehering und Schweißgerät. Okidoki. Aber er kommt entkommen. Wirklich aus Eisenwald? Ich dachte, wer einmal dort ist, kommt nie wieder zurück. Alles dank diesem Glück. Da ist er. Hallo? Na und? Ey! Na gut, geh ich halt wieder. Wie soll ich denn hier bitte schön einen Ehering finden? Gerät hätte ich jetzt Hallöchen. Alles klar, Captain? Ich suche das Schweißgerät. Haben Sie es gesehen? Oh ja, als ich das kaputte Geländer über dem geheimen Brunneneingang repariert habe, ist es mir ins Wasser gefallen. Ich habe es noch nicht wieder rausgeholt. Vielleicht schaffen Sie es ja. Mann! Suchen Sie beim Brunneneingang, Captain. Das ist mir ins Wasser gefallen. Ein Ehering gefunden. Gibst du mir bitte den Schraubenzieher? Kein Problem. Wo könnte die gute Frau ihren Ehering verloren haben? Wein nicht, Mädel, den finde ich schon. Den finde ich schon. Der muss ja irgendwo... Ach, vielleicht als der beim Fingerwaschen? Hallo? Darf ich mal da reingucken? Nope. Max, hast du vielleicht einen Ehering zum Spielen? Hallo? Ja, Max, ist gut. Hast du einen Ehering vielleicht? Nein? Hallo? Ich bin gleich wieder weg. Ah, achso. Hallo? Habt ihr einen Ehering? Danke.
Danke, dass Sie mich zu meiner Frau gebracht haben. Hey, kein Ding. Ich hatte sie verloren. Wieso so viele? Ja. Und damit das nicht mehr passiert, sind wir ja hier. Aber ich bräuchte einen Ehering. Also nicht für mich. Hast du einen Ehering gefunden? Nee? Okay. Als er auf dem Klo war vielleicht? Ha! Yay! Ehering gefunden. So, gibt's hier noch wieder was? Irgendwie? Ah, meine Messer auffüllen, genau. So, gut. Dann bringen wir der guten Frau mal den Ehering. Dann müssen wir zu einem kaputten Brunnengeländer. Hey, alles gut, Mädel. Schau mal. Oh Gott. Sie haben ihn gefunden. Ich danke Ihnen. Alles gut? Naja, nicht wirklich. Aber es hilft vielleicht ein bisschen. So, wo könnte denn jetzt bitte schön Brunnen. Brunnen, kaputtes Geländer. Hier ist zumindest schon mal Wasser. Kaputtes Geländer. Brunnen. Der geheime Brunneneingang, Captain, Sie erinnern sich? Er ist hinter dem Nein. Hauptraum. Suchen Sie dort nach dem Schweißgerät. Ah, danke schön. Hinterm Tisch im Hauptraum. Okidoki. So. Helfen Sie Hauptraum. Sir, alle Teile zu besorgen, die er braucht. Okay? Ja. Ja. Hinter dem Tisch im Hauptraum. Entschuldige. Hey. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken, woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen? Oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle, wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Fest steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen. Müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzen. Und das Regime stürzen. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Verlust okay. So. Oh nein, ich habe eine Waffe. Oh oh. Kein gutes Zeichen.
ins Wasser gefallen. Ich... ich sehe es aber nicht im Wasser. Komm. Hallo? Kommst du da raus? Dankeschön. Na? Okay. In dem Wasser. Oh. Der ganze Korb ist doch schon lange am Kränkeln und hinüber. Ich hatte gedacht, das wäre eine gute Idee, hier rüber zu hüpfen. Ah, okay. Gut gesehen. Thank you.
Okay. Das hat ja nicht viel gebracht. Rüstung nehmen wir mal mit. Das sind Aufladezellen, okay. Aber warum sind hier so viele Aufladezellen? Und warum war da Rüstung und warum liegt hier Medik rum? Das heißt doch wieder mal überhaupt nichts Gutes. Und ich schätze mal, das geht los, sobald wir hier diesen Gebel ziehen. Und? Okay, yep. Haha. Hahaha. Hab dich. Oh. Hängt da nicht noch einer irgendwo? Nicht mehr. Mist, ich hätte die nicht alle runterballern sollen. Okay. So, und nu? Ah, dankeschön. Ah, ist offen, da ist offen, da ist offen. Was denn? Oh oh. Einschleimende Tusse. Aha. Okay. Und das alles nur für ein Schweißgerät. Ach, das ist ein Schweißgerät. Das habe ich doch schon gesagt. Sehr gut, Riese, sehr gut. Genau, was ich brauche. Ach, würden Sie Anja bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. Als wäre ich der gottverdammte Bodenjunge. Na komm, du darfst so Anja, was soll denn das? William. Hast du einen Augenblick?
Hast du Blazkowicz gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Ich will das. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Okay. Hören Sie zu, Blazkowicz. Von Ihrer Position aus. In der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Dies ist Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anja verfolgt Ihre Position per Transponder und gibt Ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Blazkowicz. Das Wasser ist tief. Okay. William, kannst du mich hören? Du musst ja. Den Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Ich werde dich... Okay. Okay. Wow, wow, wow. Die Algenblüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Als würde meine Haut verbrennen. Auch schon warum wahrscheinlich, oder? Ah, da unten. Na, hallo? Ah, da passt der nicht durch, okay. Einige Bereiche könnten für den Tunnelgleiter zu schmal sein. Du wirst schwimmen müssen. Hab ich gerade gemerkt. Dankeschön. 13 Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Wow. Schmierig, schmutzig, Blutegel. Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Okay.
Bereich, in dem du jetzt bist, ist schon länger außer Betrieb. Aber man kann die Anlagen sicher noch manuell bedienen. Okay. Okay. Ah, okay, okay, okay. Ich sehe schon. Läuft nach. Hat das gereicht? Bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. Ich weiß zwar gar nicht, welche Plattform du meinst, aber ich gehe jetzt einfach mal hier die Leiter hoch. Aha, okay. Schwimmen. Bin da. Und jetzt an mir. Sehr gut, William. Durch den letzten Bereich musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Hier schwimmen. Mit 11 bin ich über den Fornisee gekrault, war einer Wette um 10 Soldaten. Aber der war nicht so dunkel. Echt Mine? Versperrt. Muss mir was einfallen lassen, um ihn freizumachen. Ah. Komm schon, das ist doch mehr als offensichtlich, oder? Na, gucke mal. Bumm. Oh, ich brauche Luft, 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 Luft. Dankeschön. Und ich will hier raus aus der Kälte. Oh Mann. So. Ah. Ah. Rüstungsverbesserung. Yay. Auch wieder eine Mine? Irgendwo? Das wäre ja... Aha, nein. Das
wäre zu offensichtlich. 19 bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Na? Okay. Ich ahne etwas. William, direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Ah, doch nicht. Ich dachte, ich muss zu diesem komischen Ding runter. Ich hatte befürchtet, ich müsste in das Loch. Oh. Nehmen wir jetzt lieber mal die Schalldämpferpistole. Oder auch noch nicht. Aber jetzt. Oh, verdammt. Die Generäle brauche ich zuerst. Oder da. Mal schnell aufladen, das Ding. Einen Hund. Danke. Das war knapp. Da liegt doch der Hund, oder? Oh.
Dich hätte ich beinahe. Beinahe. Knöpfchen drücken wir erst, wenn wir hier alles aufgeräumt haben. Und sicher sind, dass wir alle, die hier so rumlaufen, ausgeschaltet haben, aber... Ah, das ist der Zug. Waren wir? Schienen falsch ausgerichtet. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Zug zu starten, steht der Schalter für die Schienen in der falschen Stellung. Es gibt einen Kontrollraum in der Nähe. Von dort aus kannst du ihn umlegen. Ja. Das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt. Oh. Ah! Was ist denn los? Nein. Uiuiuiuiui. Das hab ich nicht kommen sehen. Der hat aber auch eine Wumme. Die nehmen wir mit. Yay. So, nochmal der Versuch. Kann ich die Wumme mitnehmen? Bleibst du jetzt offen, Tor? Letzte Mal, der Bereich hat noch mehr Überraschungen für mich, wenn hier so viel Muni und so rumfliegt. Und drum nehmen wir dich schön weiter mit. Was sind das? Granaten. Granaten haben wir wieder, sehr schön. Oh, halt. Rauf oder runter? Ja. Richtung runter. Mission rauf. Wieder runter. Okay. Nee, oder? Komme ich da mit dem Ding nicht rein? Echt jetzt?
Ups. Hä? Okay, da kommen wir also so oder so nicht rein. Na gut. Ah, okay. Brauchen wir auch gar nicht. Haha. Das wird gleich tierisch abgehen, glaube ich, wenn hier so viel... Oh oh. Nicht nur da, hier warten auch schon einen ganzen Haufen auf mich. Hä? Kommen die hier rauf? War's das schon? Nur der eine? Echt? Oh nein, nicht nur der eine. Okay. Werfe Granate! Was? Ich glaube, du spinnst. Iglove Takt wirft er hier einfach eine Granate hoch. Au. Hör doch jemanden. Tor geht hier nicht auf. Okay. Ich will eigentlich die nicht. Ich will die nachladen. Und dann machen wir es halt so. Sind das schwere Schritte oder? Ja. Schnell aufladen. Komm, 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 lad, 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 lad. Fuck, 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 fuck.
Wupp, nicht da hoch, Depp. Komm, lad das Ding auf. Hey, Diddledei. Sicher ist sicher. Alles einsammeln. Dann lasst uns mal in den Zug einsteigen. Jetzt. Auf geht's. Pünktlich wie die Eisenbahn, Captain. War doch ein Spaziergang, oder? Nein. Okay, nun, ich mach mich an die Arbeit. Ein Bekannter von mir macht die Transportfahrten zu den Schiffswerften. Alles klar, Horst? Du, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Die versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt ihn ins Hauptlager. Und sie wachen in einem U-Boot wieder auf. Na, ganz toll. Sobald das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets Versteck. Und falls ihnen Matrosen in die Quere kommen... Ping, ping, gute Nacht. Luftlöcher. Okay, Johnny. Und dann mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. Na, wenn das alles ist. Yay. Hoffentlich schießen die mich nicht ab. Sie sind weit weg. Im Moment vermisse ich nur das Licht. Hui. Ja, ihr Lieben, aber das U-Boot kapern machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Wolfenstein The New Order, mit mir, euer Marin. Also, haut rein, macht's gut, bis dann. Tschüss und ciao, euer Marin. Servus.